Cameron Diaz, 48, feierte riesige Erfolge als Schauspielerin. In Filmen wie Charlie's Angels, Die Maske oder Die Schadenfreundinnen begeisterte sie Zuschauer weltweit. Schon seit einigen Jahren lebt die Blondine zurückgezogen mit ihrem Ehemann, Good Charlotte, Mitglied Benji Madden, 42, und ihrer gemeinsamen Tochter. Statt der großen Leinwand heißt es seitdem Windeln wechseln und Fläschchen machen. Jetzt verrät der Hollywood-Star, wieso er seine Schauspielkarriere an den Nagel hängt. In Kevin Hart's, 42, Talkshow Hart to Hart sprach sie über ihre Entscheidung, die Schauspielerei aufzugeben. Wenn man etwas auf einem richtig hohen Level für eine lange Zeit macht, muss man dafür viele andere Dinge im Leben hinten anstellen. Mit 40 hätte sie angefangen zu begreifen, dass sie sich im Grunde einen simpleren Alltag wünsche. Sie lächelte, ich fühle mich vollständig. Jetzt hätte sie endlich Zeit für all die Dinge, die sie davor verpasst habe. Dazu zählt auch das Kennenlernen ihres Ehemanns Benji. Die beiden wurden Ende 2019 zum ersten Mal Eltern. Cameron betonte bereits vergangenen März im Interview mit Yahoo Finance Presents, meine Familie und verheiratet sein ist einfach das Beste in meinem Leben. Es ist das Erfüllendste, das ich je in meinem Leben gemacht habe. Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.